Also es sieht grässlich aus, muss ich gestehen. Was das in meinen Schuhen ist, weiß ich auch nicht. Ich habe jetzt diese Stahlkappenschuhe an, ne? Na gut. Das wäre jetzt erstmal mein Outfit. Ich guck mal gerade, habe ich den Stab dabei? Wahrscheinlich nicht. Genau, der liegt in meinem Schrank. Dann gucke ich mir mal gerade die Sachen an, die in meinen Stern-Outfits sind. Meinen Stab-Outfits, wie auch immer. Eventuell muss ich den Part jetzt doch noch splitten. Das sehen wir dann. Habe ich hier noch irgendwas, was Outdoor-mäßig richtig rocken würde? Muss ich das halt leider jedes Mal durchgehen. Nicht so unbedingt. Der Hut vielleicht. Der würde vielleicht noch ganz gut passen ins Outdoor-Gedöns. Aber das ist es dann auch schon fast. Oder? Die Stiefel, die Recycling-Stiefel vielleicht noch. Ich nehme mir das auf jeden Fall, wobei bringt mir das was? Ich kann die Stab-Outfits, glaube ich, nur an einem Schrank ändern, ne? Wisst ihr was? Dann cheate ich mal ein bisschen. Also, was heißt cheaten? Aber ich nehme mal die Kühltruhe mit, weil das ist. Also, ich gehe mal davon aus, der Safe ist auch was, wo man sich umziehen kann. Dann gehe ich mal davon aus, die Kühltruhe ist ähnlich behaftet, dass man sich da theoretisch umziehen kann. Und da könnten wir dann auch unsere Stab-Outfits ändern. Weil dann würde ich gerne mal bei der Schneiderei vorbeischauen, ob uns da vielleicht noch was Besseres begegnet als das, was wir bisher so gesehen haben. Ich werde mich das mal zurückverwandeln, weil sonst kann ich auch gleich gar nicht in die Umkleide gehen. Ich sehe jetzt eher aus wie ein Verbrecher als Outdoor, aber ich meine, ja, es ist halt ein Ski-Outfit, eine Skimaske. Die Jacke habe ich jetzt zwar nicht unbedingt, aber es ist halt, der Rest ist halt skimäßig, ne? Deswegen, ja. Outdoor ist es eigentlich schon. Was weiteres hat sie ja nicht spezifiziert. Da ist einfach so ein Zylinder, so ein Professor Layton-Zylinder. Den will ich unbedingt haben. Vielleicht passt er sogar ins Outdoor-Outfit. Her damit. Super, ja, immer gebrauchen. Wir sprechen kurz mit Sina. Ich sagte, wir sprechen mit Sina. Leg den scheiß Stab ab. Das ist echt nervig. Ist halt der gleiche Knopf wie ansprechen, ne? Oh, ich war aber auch zu weit weg. Entschuldige, ich muss mich auf das konzentrieren, was ich hier mache, damit ich nichts falsch mache. Ja, entschuldige, entschuldige. Ja, ich möchte den Umkleideraum benutzen und schauen, was wir da heute so Tolles haben. Arbeitsjacke. Oh Gott, ist das alles. Nee. Die Pullis vielleicht noch den hier, aber eher nicht. Dann wieder diese Lochdinger. Textprint-Pullis wieder. Immer noch diese 7/8-Hosen, die mich langsam echt nerven. Diese hässlichen Dinger, die richtig. Nee, geht gar nicht alles. Die Schlabberpullis sind echt noch das Beste hier. Sea Lion, oh. Okay, aber die sind Oversize. Die finde ich ja noch nicht mehr so geil. Oversize ist halt eher so eine Mädchensache, finde ich. Wobei, der braune ist ja eigentlich eher Professor Layton's, ne? Und der ist ja höher. Stimmt, den hole ich mir dann entsprechend noch. Ein Augenverband brauche ich jetzt nicht unbedingt. Eine Lamellenbrille geht immer. Ich weiß noch nicht, in welcher Farbe. In Gold. Ja klar, wir sind Gold hier. Wir sind Gold Boy. Brauchen wir noch irgendwelche Outdoor-Socken hier? Ah, guck mal, wir haben hier so Knöchelturnschuhe, nennen die sich. So richtige. Wie heißen die? Converse oder diese Dinger da? Diese. Ist gar nicht. Ich glaube, die hole ich mir auch nochmal in Blau. Ja, okay. Also, Outdoor habe ich jetzt tatsächlich nichts weiter gefunden. Ich würde aber schon sagen, dass der Hut. Hätte der nicht so eine Schleife, ne? Dann wäre der echt Layton-mäßig. Voll schade eigentlich. Ja gut, ich nehme dann einfach mal meinen anderen Zylinder. Die Outdoor-Jacke habe ich jetzt und der Rest ist eigentlich auch Outdoor. Ich bräuchte nochmal die. Ach so, die ist in meinem Lager, ne? Ach, geh mir doch nicht auf den Sack. Ich spreche sie einfach mal an. Ich weiß halt nicht, was sie genau mit Outdoor meint. Meint das einfach nur, ey, zieh jetzt nichts an, was du einfach nur zu Hause zum Schlabbern tragen würdest? Ich weiß es nicht. Ich spreche sie einfach mal an und schau mal, was sie so denkt. Vielleicht spezifiziert sie auch so von wegen so, ey, guck mal, das und das passt noch gar nicht. Wie ich sehe, hast du dich umgezogen, ja? Dürfte ich mir dein Outfit genauer ansehen? Yo. Prima, dann führe ich mir das mal zu Gemüte. Ja, aha, Das ist ziemlich hässlich. Ja, ganz bestimmt. Also, das ist. Ich glaube, das könnte gut sein, was die meisten unter Outdoor-Bekleidung verstehen würden, ne? Deine Zusammenstellung aus Kleidung und Accessoires bringt die Sache auf den Punkt. Wunderbar. Ich habe viel von dir gelernt. Vielen Dank. Ich möchte mich für deine Hilfe erkenntlich zeigen. Kennst du Schneiderei-Coupons? Nein. Ich war gerade einkaufen. Jetzt mach mir nicht alles kaputt hier. Ja, also für einen Schneiderei-Coupon bekommst du in der Schneiderei einen Teil im Wert von bis zu 3000 Sternis. Bei Nepp und Schlepp gibt es für die Coupons leider nicht, also such dir was Schönes in der Schneiderei aus.
Ja, ich schicke dir das Teil per Post und nicht vergessen, in den Briefkasten zu schauen. Und bitte nimm auch das hier, ich habe es mit meinen eigenen Pfoten angefertigt. Das nehme ich vielleicht sogar noch deutlich lieber. Ein paar Samthea-Socken. Ich hoffe, es gefällt dir. Das ist ein Design aus meinem Fashion-Label. Mein Label ist brandneu und daher auch noch nicht wirklich bekannt. Das heißt Samthea. Also ja, so hatte ich mich nämlich zu Beginn meiner Karriere als Modedesignerin genannt. Heute möchte ich aber mit meinem richtigen Namen angesprochen werden, Minna. Samthea gibt es jetzt nur noch als Fashion-Label. Hoffentlich habe ich dich nicht damit verwirrt. Naja, ich freue mich auf jeden Fall schon auf unser nächstes Wiedersehen. Du warst mir eine große Hilfe. Vielen Dank. Ja, das war jetzt natürlich ein Story-Insider. Samthea hieß die gute Dame in Cityfolk, da war sie zum ersten Mal vertreten. Da hat sie für Grazia in Grazias Grazie gearbeitet. Und ja, die Story war halt, dass sie abgehauen ist von Tina und Sina. Das haben wir ja alles im Let's Play damals auch behandelt, beziehungsweise mitbekommen. Und in New Leaf war sie dann halt als Minna bekannt, ist sie als Minna aufgetreten. Wie die Story da sich genau entwickelt hatte, kann ich jetzt nicht mehr genau sagen. Sie ist auf jeden Fall dann später mit in den Modeschneider eingezogen und war dann halt fortlaufend als Minna bekannt. Als Samthea wurde sie da, glaube ich, überhaupt nicht mehr referenziert. Und jetzt wird es halt nochmal alles so ein bisschen aufgefasst, von wegen so, ja, sie hat sich früher so als Künstlerin so genannt, also es war ihr Künstlername. Und ja, sie hat jetzt ihr eigenes Modelabel so genannt und selbst möchte sie halt Minna genannt werden und nicht mehr unter ihrem Künstlernamen angesprochen werden. Ja, das soweit. Und wir gucken uns jetzt natürlich noch gerade die Socken an. Die sind pink. Na toll. Aber ja, wir halten sie auf jeden Fall in Ehren. Gott, das sieht jetzt extremst kacke aus. Ich überlege mir fast so rumzulaufen. Ja, also mit dem von den Zylindern und der Labellenbrille bin ich ein großer Fan. Und ich glaube, das wird auf jeden Fall ein Outfit in meinem Start werden. Bis dahin würde ich allerdings sagen, das sieht richtig deutsch aus gerade. Bis dahin würde ich allerdings sagen, ja, werde ich noch eine Menge selber tun und wir sehen uns dann bald wieder in einem weiteren Part, vielleicht dann wieder am Freitag. Wir haben noch gar nicht mit Wolli gesprochen heute. Das ist übrigens offenbar ein Weibchen. Wahnsinn, bist du das, Wuschel? Hey, du siehst gerade heute echt klasse aus. Lass uns plaudern. Hey, ich laufe hier nur so rum. Check das mal. Einen Fuß vor den anderen und los. Wahnsinn, oder? Ja, macht man im Homeoffice leider mittlerweile zu wenig. Ich darf mal ein bisschen bewegen. Ja. Vielleicht soll ich das tun und bis dahin sehen wir uns dann. Bleibt ihr dran oder sowas? Oder wir sehen uns dann wieder, wenn ich das getan habe. Virginia lacht mich im Hintergrund aus. Tu das nicht. Jetzt bin ich ein bisschen dreist. Und Apollo wollte ich schon sagen. Adelaide will was von mir. Sie hat einen Häschentag-Rucksack für mich, also als Bastlerleitung. Ja, unverhofft kommt oft. Oh Gott, ich bin ein richtiger Boomer. Gut, den können wir noch erlernen. Das könnten wir dann basteln. Vielleicht habe ich bis zum nächsten Mal dann schon weitere Häschentagsdinger gebastelt. Vielleicht muss ich das jetzt ja auch doch in zwei Parts splitten. Vielleicht kommt noch irgendwas Spannendes. Vielleicht werde ich noch ranschneiden in 8 Minuten, dass hier krasse Rübenpreise sind. Vielleicht auch nicht. Ich sag einfach mal Tschüss. So, Reaction auf die neuen Rübenpreise. Ich habe irgendwie echt Angst. Bitte nicht mehr, bitte nicht mehr. Es sind jetzt so 500. Ich sehe es schon. Okay, gut. Alles richtig gemacht. Alles richtig gemacht. Sehr gut. Das wäre echt scheiße. Gut, gut. Okay. Okay, Planänderung. Ich, wie ihr gesehen habt, mache dann doch noch einen zweiten Part jetzt. Zwar jetzt etwas später, aber gut. Nehme ich jetzt noch so, keine Ahnung, 22 Minütchen auf oder sowas. Und ja, dann machen wir hier lieber zwei Parts aus dem Part hier. Ja, wie ihr gesehen habt, meine Rübenpreise sind jetzt drastisch gesunken am Nachmittag. Deswegen haben wir erstmal alles richtig gemacht. Kann natürlich sein, dass wir morgen oder übermorgen nochmal richtig fette Preise haben. Also noch krassere als diese 300. Oder 334, um genau zu sein. Aber ja, ich denke, fürs Erste ist das auf jeden Fall ein ziemlich geiler Preis gewesen. Und ich habe jetzt gerade schon einen Neonsalmler geangelt. Und habe auch mal nachgeschaut, was es jetzt so für neue Fische im April gibt. Das sind 5 Stück, die ich jetzt noch, die mir gefehlt hatten. Das war jetzt zum einen der Neonsalmler, den habe ich jetzt halt gefangen. Und des Weiteren fehlen noch der Guppy. Den gibt es jetzt noch bis 16 Uhr, also von 9 bis 16 Uhr kann man den fangen. Im Fluss, genauso klein. Dann gibt es einen Clownfisch, wahrscheinlich ähnlich klein zu finden dann im Meer. Der ist aber ganztägig, genauso wie die Languste und der Killifisch. Das sind auch zwei schon bekannte Wesen aus den Teichen. Und da würde ich mich jetzt vielleicht dann mal so drum kümmern, die zu fangen. Und
wenn ich da keine Lust mehr drauf habe. Mal schauen, wie lange ich das jetzt hier onscreen mache. Dann würde ich vielleicht beim Museum noch ein bisschen weiterbauen. Und das wieder ein Geschenk, aber diesmal ein richtiges, ohne Eier und sowas. Das hole ich mir doch deutlich lieber vom Himmel. Virginia hat mir übrigens gerade gesagt, dass man die Eier auch essen kann. Also im Sinne auch von Effekt, ne? Das heißt, man könnte dann damit auch Bäume ausgraben, falls man gerade keine Früchte dabei hat. Das ist eine ziemlich interessante Information. Und wir haben einen Kirschholztisch bekommen. Nee. Lese ich denn da einen Tisch? Ein Kirschholzboden. Meine Güte. Ein Tisch wäre cool, weil ich brauche eigentlich noch deutlich mehr Tische. Aber irgendwie, naja. Ich will mir jetzt auch nicht 50 Mal selber ins Haus stellen. Und so viele verschiedene Tische habe ich bis jetzt noch nicht gesehen oder konnte ich noch nicht craften. Aber das wird sicherlich bald irgendwann vielleicht mal kommen. Weiß ich noch nicht. Ha. Das Spiel ist einfach so toll. Ich muss es einfach mal wieder sagen. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Verschnaufspause, sage ich mal. Wir haben jetzt eigentlich nichts Spannendes mehr vor in diesem Part. Nichts außergewöhnlich Spannendes, nichts Neues, was wir noch nicht gesehen haben. Wir haben ja jetzt heute die, die Minna in unserer Stadt gehabt. Beziehungsweise haben sie auch immer noch in unserer Stadt. Und das ist auch schon wieder ein Recipe. Nice. Kriegen wir gerade irgendwie viele von. Häschentag Ballondeko A. Hatten wir schon, jetzt haben wir B. Und das ist auch eine Sache, die ich jetzt ganz gerne gerade mal machen würde. Nämlich alle Sachen, die wir jetzt craften können mit den Sachen, die wir dabei haben. Felsglückseier haben wir zum Beispiel nicht so viele. Okay, komm, Planänderung. Wir suchen jetzt erst nochmal die restlichen Felsen in der ganzen Stadt ab. Ich habe meinen Geldstein gefunden heute schon. Der ist allerdings, den habe ich nicht komplett auslooten können, weil ich doof war. Aber die restlichen müssen wir jetzt auch vor allem wirklich mal wieder finden, weil ich habe, glaube ich, jetzt drei gestern zerstört, gestaltungshalber. Deswegen kenne ich, glaube ich, nur noch den da rechts und den da oben. Und der da oben war mein Geldstein. Das heißt, die anderen muss ich jetzt suchen. Allerdings ist das hier mein Beuteschema. Also das hier könnte jetzt durchaus ein Guppi sein, könnte auch ein Neonsalmler sein, könnte auch was komplett anderes sein. Ein Ei zum Beispiel. Aber das ist ein Döbel. Die sind auch gefühlt deutlich kleiner geworden. Aber gut. Dann ist es halt so. Hier war keiner soweit. Die sind dann wahrscheinlich auch irgendwo oben, schätze ich mal. Auf die Steine habe ich halt wirklich heute so gar nicht geachtet. Und das wäre jetzt echt eine gute Sache, wenn wir ein paar Steine noch finden würden. Ein paar Felseier, die entsprechend rauskämen und dann haben wir da von allem erstmal genug. Also ich glaube, die Laubeier sind sonst noch die seltensten neben den Felseiern, weil das ist halt limitiert täglich, ne? Also man kann vielleicht noch auf einer Insel dann was kriegen davon, aber ansonsten ist das halt limitiert und deswegen muss man sich dann meistens nach denen richten. Von den beiden kriege ich wahrscheinlich auch noch diese komischen Outfit-Recipes. Mit den anderen habe ich das wahrscheinlich schon alles. Da ist doch schon wieder... da ist doch schon wieder so ein kleiner. Komm mal her hier. Das da oben müssen wir natürlich auch noch bezahlen. Könnten wir jetzt machen mit den Rüben. Gewinnen, allerdings. Ja. Wir könnten eigentlich mal gerade den 99.000 Sterni-Sack abgeben, den ich da habe. Und das ist tatsächlich ein Guppi. Wunderbar. Das trifft sich insofern ganz gut, dass wir sowieso hier oben sind. Dann können wir direkt Neonsalmler und Guppi zusammen abgeben. Und das ist vor allem das, was ich jetzt am dringendsten ja erledigt haben wollte. Dass ich diese beiden fange. Ich meine, es sind keine seltenen, keine besonders seltenen Fische. Aber dann haben wir das nämlich noch bis 16 Uhr fertig. Jetzt ist nämlich gerade 15.32 Uhr. Trifft sich ganz gut. So. Ich bitte um Pardon. Ja. Passt schon. Ich will was stiften. Wo ich gerade wieder Eugen sehe, würde mich auch mal interessieren, ob denn tatsächlich auch Euphemia nochmal wiederkommt, jetzt so als Special Guest. Oder wie das mit ihr aussieht, weil wir haben ja jetzt, ich denke mal, ja klar, die kommt genauso wieder wie Buu zum Beispiel, denke ich. Weil wir haben ja jetzt von ihr schon dieses Stabrezept bekommen, weil ich denke, vielleicht hat sie noch Variationen davon auf Lager. Und natürlich kann sie einem immer wieder zu so Stern-Dings da was sagen. Also, umsonst kommt sie halt nicht, also nicht komplett so. Deswegen denke ich mal schon, dass sie immer wieder mal am Start sein wird. Und der Nathan macht hier wieder ein bisschen Rennübungen. Hallöchen, ich bin's, Nathan. Ich will plaudern.
Ob heute was Lustiges passiert? Es könnte nämlich. Jetzt gleich sofort. Jeden Moment. Jetzt. Ich bin jetzt aufgeregt. Ja. Bestimmt. Man muss nur lang genug jetzt sagen. Dann passiert bestimmt irgendwas Spannendes. Und wenn es die Tatsache, dass man einschläft, funktioniert bestimmt. So, ich glaube, hier vergraben wir auch mal wieder, keine Ahnung, 20.000. So viel dann zum Thema, ich wollte ja spenden. Das habe ich zum einen nicht getan und zum anderen haben wir dann dafür auch gleich nicht mehr... Ach, das ist nicht mehr genug. Genug hätten wir sowieso nicht gehabt, aber dann keine 99.000 mehr. Aber das, wie gesagt, das ist ja komplett egal. So, vergraben. Den Rest packen wir jetzt immer schön ordentlich in den Geldbeutel. So, wunderbärchen. Um den Stein geht es mir jetzt hier. Der war ja, glaube ich, auch schon immer hier. Aber dann fehlen mir irgendwie noch ein, zwei Steine irgendwo, wo ich nicht weiß, wo die sind. Ich hätte gerne Eier hier raus. Der Rest ist mir tatsächlich egal. Es kommt hier gerade kein einziges Ei. Das finde ich ein bisschen dreist. Was soll das denn? Ich meine, so einen Stein hatte ich gestern auch auf jeden Fall schon mal, dass überhaupt kein Ei rauskam. Finde ich aber tatsächlich nicht so gut. Weil ich brauche die Eier doch und ich habe nur so wenig Steine täglich. Und ich fliege bestimmt nicht für das blöde Oster-Event auf die Insel. Nee, da wart ihr dann lieber einfach ein paar Tage mehr. Das geht dann genauso gut. Ach, guck mal, da drüben ist ja noch ein Stein, aber den habe ich schon gelootet, oder? Habe ich den nicht? Ich glaube, den habe ich nicht gelootet. Ich glaube, den wollte ich looten und dann hatte ich wieder keine Schaufel und sowas. Der existiert auch schon länger. Also seit Beginn, glaube ich. Holz müssen wir noch wegnehmen. Jetzt haben wir da nur 7 Sachen, die rauskommen können. Ja, wunderbar, der ist noch nicht gelootet. Das ist doch gut. Allerdings, was soll der Scheiß hier schon wieder? Ich fühle mich verarscht. Ich meine, immerhin ein Ei, aber es ist halt... Ja, was will ich mit einem Ei? Ja? Ja, rückt das in welchen Kontext ihr auch immer wollt. Ich würde fast sagen, also wir haben jetzt... Mein kurzfristiges Ziel war es ja... Hier sind auch nur Kirschen. Ich dachte, vielleicht sind hier noch... ich nehme die Eier mal mit, die hier runtergefallen sind. Die sind zwar wahrscheinlich kaputt, aber ist ja egal. Das zählt hier nicht in Animal Crossing. Das Ziel war ja noch, mein schwächstes Glied ein bisschen aufzupeppen. Indem ich halt mehr Felseier bekomme, aber das war, naja, so semi-erfolgreich. Ein weiteres habe ich bekommen aus, ich glaube, 3 Felsen jetzt, ne? Also geht so. Aber dann würde ich nämlich durchaus gerne jetzt das ganze Zeugs craften. Und, ich glaube, das würde ich auch zu Hause machen wollen, weil ich dann vielleicht daran denke, dass ich jetzt Köder holen wollte. Wobei, wir könnten mal kurz nachgucken. Ich möchte nämlich gerne im Teich angeln. Da ist auch auf jeden Fall gerade einer. Wie gesagt, Languste und Kilifisch gibt es hier noch zu holen. Und das würde ich ganz gerne tun jetzt. Und ist noch ganztägig. Und dann könnten wir da nämlich eine gute Fischfolge hier gerade noch draus machen. Nose-Dyer, Spitze. Den Clownfisch, ja, finde ich jetzt wahrscheinlich auf die Schnelle nicht mehr. Ich meine, wir haben jetzt auch schon nur wieder noch 10 Minuten. Wenn ich in meinem Zeitrahmen bleiben will, den ich mir da so gedacht habe. Aber der April ist ja noch lang und alle Fische, die wir jetzt hier im April neu fangen können, die sind auch noch über den April hinaus da. Insofern ist das alles absolut unproblematisch. So, dann schauen wir doch mal. Jetzt weiß ich leider nicht, was ich alles hergestellt habe. Das ist extrem, wobei doch... Natürlich weiß ich das, da gibt es eine Info darüber. Der Schrank ist auf jeden Fall neu, da brauchen wir ein Felsglücksei für. Ja, nee, davon haben wir nicht so viele. Schauen wir einfach mal nacheinander. Die Krone möchte ich mir gerade mal aufheben, weil das ist so ein... Ich will die Möbel haben, ne? Ich will die Möbel erstmal haben. So, die Herzintaglampe schon mal hergestellt, sehen wir da auch. Das Bett haben wir schon mal hergestellt, den Frisiertisch ebenfalls und den Hocker ebenfalls. Da haben wir schon mal 4 Möbel, krass. Da haben wir gar nicht so bewusst, dass das schon so viele sind. Haben wir keine weiteren? Das hier übrigens habe ich auch noch bekommen. Eine Goldrüstung. Ich frage mich, ob das vielleicht einen gewissen Effekt noch hat, von wegen, wir kriegen vielleicht mehr Material oder sowas. Weil, also Golderz. Weil 8 Golderz dafür hinzublättern ist halt schon heftig. Ich meine, müsst ihr euch mal gönnen, das sind einfach 80.000, die wir da für diese Rüstung einfach nur verschwenden. Wenn man so nennen mag. Das bin ich ja persönlich nicht bereit, dafür zu geben. So, aber gut. So, hier haben wir noch einen Rucksack. Ist jetzt auch nichts dafür. Wir haben gar nicht so viele Sachen. Wir haben nur noch den Schrank. Ja gut, dann machen wir jetzt den Schrank. Dann haben wir aber schon 5 Items, wenn ich das richtig sehe. Also aus der
Item-Kollektion. Vielleicht muss man aber wirklich alles hier... Ich weiß nicht, was genau der Urs haben möchte. Insgesamt. Ich weiß es echt nicht. Was alles da drunter fällt. So, wo war jetzt die Deko B? Ist die immer noch hier oben? Ja, okay, tatsächlich. Sehen halt einfach nur anders aus wahrscheinlich. Ach, okay. Das eine sind die drei... Okay, das sind... Okay. Die Ballons bilden jeweils ein Ei ab und dann sind das halt... Bei A sind es dann halt, keine Ahnung, Luftei, Erdei und weiß ich nicht Ei und bei dem anderen halt die anderen drei. Deswegen A und B. Ich verstehe. Das macht sogar Sinn. So, die Girlande, dafür fehlt mir jetzt ein Fels ein. Ja, super, toll. Ach, Drecksdinger. Hier fehlt mir, hier brauchen wir auch alles für, hier ebenfalls. Ja, super, dann können wir irgendwie gar nichts mehr machen, ne? Kirschholzboden finde ich ja auch ganz cool irgendwie, aber... Zum einen habe ich nicht so viele Kirschblüten und zum anderen weiß ich auch nicht, ob ich das dafür raushauen wollen würde. Das Orangenkleid ist auch mega hässlich. Wo wir gerade so hier durchgucken. Ich habe jetzt 150 DRI-Recipes bekommen, waren es, glaube ich. Dafür habe ich auf jeden Fall sogar 2000 Meilen bekommen. Finde ich gut. Diese ganzen Sachen sind halt mega hässlich und die Krone können wir uns jetzt auch nicht mehr machen. Ach, es ist einfach nicht so schön hier. Es macht so Spaß hier. Wirklich, oh Mann. Ja gut, dann stelle ich den Herzintag-Schrank wenigstens noch da unten auf. Ich höre die ganze Zeit dieses Fluggeräusch. Ist nicht schön. Da ist wieder eins im Anflug. Komm, holen wir uns. Ich habe gerade mal die Hälfte von der nächsten Challenge hier für fürs Abballern von Ballons. Da braucht man 300 und ich hatte gerade genau 150, als ich geschaut hatte. Das ist noch ein weiter Weg. Aber mit dem Oster-Event kommt man da auf jeden Fall schon ganz gut voran, weil da kommen so viele verdammte Ballons. Ne? Es ist der Hammer. Echt. So, 1, 2, 3. Das Bett steht jetzt hier nicht. Das haben wir aber auch schon gecraftet. Das ist auch noch irgendwo, wahrscheinlich in meinem Lager. Und hier haben wir dann jetzt dieses tolle Ding. Ein Schrank. Ja, wunderschön. Ich lasse das einfach mal hier am Strand stehen. Sieht extremst kacke aus. Dessen bin ich mir bewusst. Aber, naja, was will man machen? Das ist halt die Häschentag-Serie. Ich fände es doch eigentlich cooler, wenn es immer noch Eiertag heißt, also nicht Eiertag, wenn es immer noch Eierserie heißen würde vom Häschentag, weil Häschentag weckt tatsächlich so eine Assoziation von wegen, ey, das hat jetzt was mit Häschen zu tun. Da hatte Virginia sich schon irgendwie Hoffnung gemacht, aber nee, es ist immer noch die blöde Eierserie, die eigentlich verlässlich ist. Aber sie ist halt relativ selten, ne? Deswegen, ich schätze mal, die könnte man noch gut verkaufen. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Könnte, aber sehr gut sein. So habe ich einfach mein Geld in City voll gemacht, also... Es wäre nicht verwunderlich, wenn das hier auch eine Menge Geld bringen würde. So, habe ich noch einen Casher dabei? Nö, den müsste ich mir neu craften. Dann machen wir das doch. Und, erinnert euch, vielleicht erinnert ihr euch an das, was ich vor, ja, Pi mal Daumen, 4 Minuten gesagt habe. Ne? Ich gehe jetzt zu meinem Haus, ich crafte das da, damit ich auch dran denke, dass ich die, Köder mitnehme. Aus meinem Lager. Das hat super geklappt, wie man merkt. Zum Glück habe ich jetzt irgendwie ganz spontan trotzdem dran gedacht und deswegen gehe ich jetzt auch gleich nochmal zurück. Schön. Ah, ich glaube, wir machen uns gleich mal 2 Cacher und dann jedet ab. Ja. Dann versuchen wir noch die letzten paar Minütchen Kilifisch oder Languste zu fangen. Während ich so mehr oder weniger auf dem Weg zu meinem Haus bin, gucke ich hier mal, ob ich einen Clownfisch ganz zufällig finde, aber das sieht nicht danach aus. Dann werden wir mal ein paar von den Ködern verwenden, die wir da schon... Ja, wir können aber auch schon fast wieder eine ganze Tasche verkaufen hier. Es sind hier gerade wieder so viele Dinger am Start. Den kriege ich leider nicht. Komm mal bitte zu mir her. Okay, den nehme ich auch. Es ist halt alles Cash, ne? Das muss man sagen. Und wir brauchen gerade Cash, allein für die Aufgänge, die wir da jetzt machen. Also ich meine, klar, das Museum da ist jetzt erstmal komplett soweit, was Aufgänge angeht. Aber es kommt noch so viel stadtgestalterisch dazu oder inselgestalterisch, was ich machen möchte. Ich bin jetzt übrigens zu Recht auf dem Weg hierher. Wobei es sich eigentlich nicht lohnt. Ach, ich mache schon wieder gar nicht das, was ich machen wollte. Animal Crossing kickt wieder hart hier. Ah, so ist das halt, so ist das halt. Aber morgen für die Freitagsparts, also die eigentlich samstags kommen, sind eigentlich Samstagsparts, aber vom Freitag. Ich denke, da haben wir ja jetzt gar nicht mal so krass viel zu tun. Wir werden vielleicht dann wieder einen besonderen Bewohner haben, den wir, also Besucher, den wir vielleicht nicht kennen. Es wird kein neuer Bewohner einziehen.
Rübenpreise haben uns theoretisch nicht mehr zu interessieren. Dann sind da eigentlich nur noch Dailies, also eventuell, wenn wir da wieder zwei oder drei Parts machen wollen, dann würde sich das auch wieder ganz gut zum Angeln anbieten, zum Farmen, zum Grinden, was weiß ich. Also das bietet sich dann theoretisch ganz gut an. Wir haben dann nicht so viel zu tun. Wir können uns auch mal um die Blumen kümmern, aber ich denke, morgen wird dann eher wieder so ein Tag sein, wo ich ein bisschen in die Stadtgestaltung einsteige, wo ich euch dann vielleicht auch mal wieder mitnehme. Wir haben übrigens eine neue Tür, ne? Habe ich gar nicht erwähnt. Die haben wir ja gestern umgestalten lassen. Ja, schick, ne? Mehr fällt mir dazu auch nicht ein. So. Ich habe einige Köder. Ich glaube, wir nehmen jetzt einfach mal 15 mit. Die würde ich jetzt dann an dem Teich verschwenden wollen. In der Hoffnung, dass wir da Langust oder Killifisch fangen. Vielleicht finden wir ja sogar beides, vielleicht aber auch gar nichts. Dazu würde ich jetzt eher tendieren. Und sollte man noch was finden, schmeißen wir das dann noch ins Museum. Und dann wäre es das auch für heute. Für die heutigen Parts, für diesen heutigen Part. Und dann würden wir uns am Freitag wiedersehen. Beziehungsweise in-game am Freitag, meine ich damit. Ich kann mir aber vorstellen, dass ich dann morgen einfach später aufnehme. Also hat es dann einfach keine Relevanz, morgens zu spielen. Das juckt mich so furchtbar, ich werde noch verrückt, Jucki. Oh. Bei Insekten habe ich tatsächlich gar nicht nachgeguckt, aber hier sehen wir, es gibt auch hier wieder Flöhe und die sind ab April vorhanden. Na, Spinnerlös! Ich schätze, ich schulde dir was, ne? Ja. Und? Was schuldest du mir denn, hä? Ist was, Schlingel? Schling hat er gesagt. Sorry. Du schuldest mir was. Wie ich hörte, haben wir Neuzugang unter uns, Schling. Ich sollte mich wohl zuerst in Sicherheit, Ich sollte mir den zu unserer aller Sicherheit mal näher anschauen, hä? Na, das hat, bei mir hat das keiner gemacht und jetzt haben wir den Salat. Oh, ich hoffe, er meint nicht Tentakelsalat. Oh Gott. Ja. Gut, wir haben wieder einem Bewohner geholfen. Das wird wahrscheinlich jetzt hier in den Meilen vermerkt, hä? Nee, Flohzirkus. Das ist tatsächlich auch ordnungsliebender Dreikäse hoch. Es ist tatsächlich eine eigene Mission. Aber zählt das denn nicht als geholfen? Würde mich mal interessieren. Ich meine, ich habe ihm ja auch geholfen. Das hat offenbar nicht gezählt, oder? Ich hatte, glaube ich, vorher schon zwei. Okay, und dann gibt es hier noch irgendwas, was wir fangen können. Was hier so special ist. Vielleicht so ein Mistkäfer oder sowas? Nee, ich weiß gerade spontan echt nicht, was das sein könnte. Spinnen waren es jetzt nicht. Tarantel zählt auch nicht. Mal irgendwas Neues? Weiß ich nicht. Interessant, interessant. So, dann wollen wir mal unsere Magie wirken lassen. Den Floh können wir auf jeden Fall noch abgeben. Dann kann ich auch meinen 99.000 Sterni-Sack da abgeben. Und das könnte theoretisch ein Killifisch sein. Das könnte aber auch ein Goldfisch sein oder sonst was. Ich glaube, die sind jetzt trotzdem noch in der Saison, oder? Ja, müsste. Hauptsache, es kommen jetzt kleine Fische. Und das ist eine Kaulquappe. Die will ich nicht haben. Ja. Ich ignoriere die Geschenke jetzt übrigens, wenn sie hier rumfliegen sollten, weil sie gehen mir langsam auch echt auf den Sack. Virginia hat, glaube ich, gestern schon aufgegeben, die zu fangen. Ja. Wenn es mal super, mega offensichtlich über den Weg fliegt, über den Teich jetzt zum Beispiel, und ich sehe das halt, dann kann ich es natürlich auch machen. Und da haben wir schon die Languste. Hervorragend. Okay, nee, es ist ein Flusskrebs. Dann habe ich die ganze Zeit falsch gesagt. Ich weiß nicht, ob die Languste hier nochmal extra aufgeführt ist, aber dann war das der Flusskrebs, den ich meinte. Und ironischerweise ist der nicht mehr im Fluss, sondern im Teich. So. Gut, gut. Ja, dennoch, ich bleibe bei meinem Plan. Ich möchte trotzdem noch versuchen, einen Killifisch zu fangen. Wobei wir jetzt langsam an der Zeit kratzen, wo ich dann geplant hatte, den Part zu beenden. Ein Goldfisch, schön. Der ist viel wert. Nehme ich gern mit. Besser als eine Kaulquappe, die ist nämlich auch gar nichts wert. Aber das ist eigentlich immer so die richtige Größe. Für so einen Killifisch, würde ich sagen. Ich finde das Wort richtig eklig auszusprechen. Da kommt mein SCH-Sprachfehler irgendwie extremst durch. Ich weiß nicht warum. Killifisch. Komm. Kill mich. Ja, ein Killifisch. Fisch, jetzt habe ich es wieder getan. Mein Gott, es tut mir leid. So, ja wunderbar.
Dann haben wir schon alles. Ja, wobei, den Clownfisch, der fehlt natürlich noch. Aber den hatte ich jetzt auch gar nicht auf meinem Plan. Also, dass ich den jetzt fangen will, weil irgendwie dachte ich auch nicht, dass das jetzt... Ich wollte auch eigentlich gar nicht im Meer und alles und ne, ja. Gut. Den fange ich sicherlich dann offscreen irgendwann mal random so, wenn ich mal im Meer angel. Und das mache ich eigentlich den größten Teil der Zeit. Aber am Fluss muss ich jetzt deswegen auf jeden Fall schon mal nicht mehr angeln. Und bevor ich das jetzt vergesse, werde ich auf jeden Fall erstmal dir so fast alles geben, was ich gerade habe. Also so 100.000. Ja komm, wir können auch eigentlich direkt alles geben. Gib alles! Bitteschön. So, jetzt fehlen noch wie viel? Sagt er mir nicht, der Sack. Irgendwas um die 60, 65.000, irgendwas in die Richtung. Das können wir auf jeden Fall von unseren Rüben Erwerbdingen, Margen gewinnen, noch teilen. Das ist okay. So, wir hätten dann gleich drei Sachen für dich. Der Flo ist ja auch noch dabei. Flo, Kilifisch und Flusskrebs. Ich wollte schon wieder Languste sagen. So. Ja, vielleicht packt mich aber auch nachher noch das Terraforming-Fieber und dann werde ich hier wieder ein bisschen rumbasteln. Ich kann es mir vorstellen. Eventuell werde ich aber auch einfach wieder ein bisschen auf den Meileninseln rumgammeln. Ich habe noch keinen Plan, was ich konkret mache. Nur eins ist wahrscheinlich relativ sicher, dass ich heute nochmal viel spielen werde. Aber dann nicht mit euch onscreen. Da sehen wir uns dann erstmal wieder morgen wieder. Freue ich mich drauf. Ich hoffe, ihr auch. Und ansonsten wären wir hier fertig, oder? Ich denke schon. Dann verabschiede ich mich auf der Brücke. Bis dahin. Tschüss.